Sehr gerne möchte ich einen Verhandlungsprozess anhand einer politischen Verhandlung aufzeigen, mit der sogenannten Jamaika-Verhandlung. CDU, CSU, FDP und Grüne haben versucht, eine Regierung zu bilden und haben diese sogenannte Sondierungsphase dazu benutzt, um die Verhandlung in die Wege zu leiten. Dabei sind viele Fehler gemacht worden. Fehler Nummer eins war beispielsweise, dass die Teams viel zu groß waren. Es gab viel zu viele Runden, es gab einen viel zu umfangreichen Austausch von Informationen. Nummer zwei, immer wenn ein Vorschlag eingebracht worden ist in diese Gremien, ist er bewertet und auch oft abgelehnt worden. Fehler Nummer drei, aus meiner Sicht der größte Fehler, Digitalisierung ist falsch benutzt worden. Nämlich, eine Verhandlung braucht auch einen geschützten Raum. Man braucht auch die Möglichkeit, Sachen mal anzusprechen, im Konjunktiv mal zu prüfen, in welche Richtung könnte man sich bewegen. Was bei dieser Jamaika-Verhandlung passiert ist, immer wenn etwas eingebracht worden ist, ist es über, zum Beispiel über Twitter, über Facebook, über Xing, ist es gepostet worden, was dazu geführt hat, dass die Öffentlichkeit von diesem neuen Vorschlag gewusst hat und dann natürlich auch gleich bewertet worden ist. Der größte Fehler war aus meiner Sicht, dass es keine klare Verhandlungsführung gab. Es gab keine straffe Linie, sondern diese ganzen Phasen der Verhandlung, die normalerweise nacheinander folgen, sind vermischt worden. Es wurde sondiert, es wurden Konflikte angesprochen, es wurde digital verhandelt, dann wieder persönlich verhandelt. Und dadurch, dass keine Struktur in diesem Verhandlungsprozess zu erkennen war, sind diese Verhandlungen auch gescheitert. Erfahren Sie mehr unter www.zeitakademie.de.